Ja, wir wollen heute weitermachen mit einem anderen Blick auf das Web. Ich will nochmal versuchen, ein paar Basisaspekte da herauszuarbeiten, unter anderem auch klarzumachen, warum es so ist, wie es geworden ist aus der Geschichte. Ich habe letztes Mal erzählt, der Berners-Lee, der hat da was eigentlich ganz schnell machen müssen, in kurzer Zeit was Funktionierendes hochziehen müssen. Und dabei hat er sich ja inspirieren lassen von vielen bestehenden Techniken. Das HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, da sehen wir das auch, wie er sich woanders bedient hat. Erstens, er hat sich gedacht, wir brauchen so einen kleinen Serveraufbau. Das war damals auch gerade 1989, 90 herum, war das gerade besonders beliebt, so ein kleines Servermodell. Und dann hat er es eben auch so gemacht. Und um was vom Server zu holen, muss man eben als Client einen Request schicken. Man muss sagen, welcher Typ der Request ist und irgendwelche Attribute dazu packen. Vielleicht auch noch ein Objekt, also Attribute, Parameter für diesen Aufruf. Remote Procedure Calls waren ja da auch gerade in. Und die Response, da gibt es also wieder einen Typ von Response, ein Attribut, ein paar Attribute, Metainformationen zu dem Objekt, was da hinten mitkommt, also was das hier beschreibt. Und die Request-Typen hier, Typ, ne, die hier stehen, da gibt es also den Get-Request, eigentlich der wichtige. Und dann gibt es noch den Put-Request, um ein Dokument auf einem Server abzulegen. Ja, das ist auch einigermaßen bequem, so einen Put-Request da einzubauen. Dann kann man über das HTTP gleich auch noch in dem Dokumentenbaum vom Webserver was ablegen. Post, um ein Formular auszufüllen, und Delete, naja, das Gegenteil von Put, um da ein Dokument loszuwerden. Also der Client schickt seinen Request, kriegt eine Response. Ich habe das hier mit einem mitteldicken Pfeil gemalt, sagen wir mal ein HTML oder sowas, Kilobyte oder zwei oder drei. Dann schickt er noch einen Request, dann kriegt er vielleicht hier was Dickeres, ein Bild oder so. Noch einen Request und dann kriegt er wieder was. Und die Idee ist auch so, dass man also den Request schickt, in der Zwischenzeit sitzt man vor seinem Arbeitsplatzrechner, der Benutzer, und dreht Däumchen. Irgendwann kommt das zurück, dann konsumiert man hier, dann klickt man, dreht Däumchen, konsumiert, klickt, hier wieder Däumchen drehen, und dann kommt die Antwort und dann kann man wieder konsumieren, lesen, angucken und so weiter. Und das ist das, dieses Client-Server-Modell. Und zunächst mal ein synchrones Modell. Na gut, der Server, der läuft völlig asynchron und übrigens zustandslos. Wir schicken in so einem Request die komplette Information, die wir brauchen, für das, die komplette Beschreibung für das, was wir haben wollen. Der Server dreht sich rum, erledigt das, schickt es uns zurück und dann vergisst er diesen Vorgang. Das erschien zunächst wie eine super gute Idee, den zustandslos zu machen. Später hat sich dann herausgestellt, dass man eigentlich manchmal doch Zustände haben möchte. Wir müssen bloß an irgendwelche Shopping-Sachen oder an Logins oder sowas denken. Aber so wie das fürs CERN damals gemacht war, war zustandslos gerade gut. Und das sorgt natürlich hier auch für wenig Management-Overhead. Man braucht eben keine Zustände zu managen. So einen Webserver, die Software, na gut, der Rechner muss schon kräftig sein und ein flinkes Filesystem haben und so weiter, wenn er viele Requests bearbeiten will. Aber der eigentliche Server hier, wenn man da alles Schnickschnack weglässt, dann kann man so einen auch mit 200 Zeilen Programm oder 100 Zeilen Programm schreiben. Es gibt welche, die passen auf anderthalb Seiten oder so. Nicht mal super komprimiert das Programm. Die Responses, die wir auf unsere Requests kriegen, die geben einen Typ zurück. Zum Beispiel den Typ OK 200. Das steht dann wirklich ASCII-mäßig drin. OK
und 200 oder eine Variante davon. Das haben wir schon gesehen beim SMTP, Sie erinnern sich. Okay, und 250 kam da. Fehlermeldung, ne? Error 404, Silence filled the night. Die Datei haben wir nicht gefunden. Weitere Fehlermeldungen hier. No response, der 204er. Redirection sind diese Dreier-Codes. Wenn wir unseren Request schicken, hier steht so ein, hier steht eine Response. Wenn wir unseren Request schicken, hier oben nach was, was wir da haben wollen, dann ist der Typ von dem das da zurückkommt, zunächst unbekannt. Ja, wir haben eine File-Extension, aber die muss nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Dokument zulassen, was da kommt, auf die Datei, das Objekt, was da zurückkommt. Also beim Request wissen wir nicht, was da für ein Objekt zurückkommt. Und deshalb benutzen wir MIME-Typen, werden MIME-Typen benutzen, ne? Da hat es sich auch wieder von was Existierendes benutzt. Und in dem MIME-Typ, mit dem MIME-Mechanismen wird beschrieben, was da für ein Objekt zurückkommt. Das ist das Objekt, das hier zurückkommt. Und davor steht eben Content Type Text Plain. Das haben wir beim letzten Mal bei der E-Mail diskutiert. Und dann noch zusätzliche Metainformationen dazu fürs Caching. Ne? Zum Beispiel, ja, das ist schon längst abgelaufen, ein Verfallsdatum für das Dokument da. Der Client, der kann sich das Objekt, was da zurückkommt, ja, zwischenspeichern. Aber wenn in Zukunft das verlangen, dann greift er eben mal in seinen Cache hinein und er braucht es nicht übers Netzwerk zu holen. Eigentlich auch eine gute Idee, aber das Verfallsdatum-Mechanismus hilft uns, dass wir irgendwann mal auch dann die neue Version kriegen. Und wenn Sie das Verfallsdatum auf eine ganz kurze Zeit setzen, dann wird eben nicht gecached. Als Server das Verfallsdatum auf eine kurze Zeit setzen. Das ist ja das, was der Server schickt. Also hier steht ASCII-mäßig drin, das ist HTTP, Version 1.0. Antwortcode 200 und dann kommt die MIME-Information hier hinten, das Objekt, ein Beispieltext, kompakt. Und so wie es gemacht ist, kann man so einen GET-Request per Hand eintippen und den im Terminal-Programm, da muss man sich halt in den Telnet anschmeißen, sich zum Port vom Webserver zum Beispiel, den 80er, verbinden. Und dann kann man einen GET-Request eintippen und kriegt das hier als Antwort und kann es anschauen. Und das ist natürlich schon praktisch und einfach zu debuggen. Okay, da haben wir die URLs, um Objekte zu identifizieren, über die ich letzte Stunde kurz gesprochen habe. Da haben wir das HTTP, um die Objekte zu transferieren, und Hypertext Transfer Protocol, das ist was Einfaches. Übrigens, das habe ich hier noch vergessen zu sagen, kommt nochmal, aber ich möchte es gleich hier schon sagen. Das sind nicht mehrere Objekte in einer Response drin, sondern es ist genau ein Objekt, was wir da zurückkriegen. Also, TCP-Verbindung aufmachen, hier HTTP in den ersten Versionen, TCP-Verbindung aufmachen, ein Objekt kriegen, TCP-Verbindung zu. Neue TCP-Verbindung aufmachen und das, was da referenziert ist, in der Seite holen. Wenn in der Seite dann drin steht, ja, hier kommt noch ein Bild hin und hier kommt Audio hin und naja, oder wenn es 20 einzelne kleine Bildchen sind, dann wird hier für jedes Objekt, jedes einzelne GIF oder JPEG, was da drin ist, wird eine Verbindung aufgemacht. Eine TCP-Verbindung. Mit Three-Way-Handshake und hinten dran Timed Wait und all das Gedöns. Also eigentlich eine aufwendige Sache.
Die Leute haben später HTTP-Versionen gebaut, in denen man das multiplexen kann und auch zum Beispiel das Speedy, SPDY von Google kümmert sich darum, solche HTTP-Requests zu nehmen, zusammenzustopfen, zu komprimieren, damit es nicht mehr ASCII ist, zu übertragen und auf der anderen Seite beim Server dann wieder zu zerlegen, damit wir unter anderem die Latenz von diesen vielen TCP-Verbindungsaufbauten loswerden. Denn der Three-Way-Handshake bedeutet Latenz. Und hier bei diesem Mechanismus sehen wir auch, wenn der TCP hier aufbaut, der hier eine Verbindung aufbaut zum Port 80, da kann er eben dummerweise seine URL noch nicht mitschicken. Die URL kann er erst am Ende von dem Handshake beim Three-Way schicken, mitschicken. Man könnte sie natürlich eigentlich trotzdem am Anfang mitschicken, aber das TCP sagt eigentlich, die RFC vom TCP, nein, tut das nicht, Leute. Und dadurch kommen natürlich Latenzen zustande. Und Sie sehen auch, wenn Sie eine moderne Webseite anschauen, da sind ja hunderte von Objekten drin. Jedes Bildchen ist ein eigenes. Dass wir auf diese Weise viel Latenz aufsammeln mit diesem einfachen Protokoll. Aber warum hätte er es anders machen sollen zu dem Zeitpunkt? Er hatte ein schnelles lokales Netzwerk beim CERN, flinke Rechner, ja, Workstations, und darauf hat das was, nicht so viele Requests, in einem Dokument drin auch nicht zig Bilder, sondern wenige Objekte in einem Dokument drin, und dann ging es natürlich auch brauchbar so. Und es war schnell gemacht. Es ist immer noch genügend Arbeit, das zu programmieren. Die, wie ich persönlich finde, die richtig große intellektuelle Leistung von Berners-Lee war das HTML. Wir müssen ja unsere Dokumente irgendwie beschreiben. ASCII-Dokumente alleine reichen nicht. Wir müssen es mindestens fertig bringen, dass diese Hyperlinks da irgendwie eingegraben sind. Und der Ted Nelson mit seinem Project Xanadu, der hat da ganz viel Arbeit reingesteckt, um diese Dokumente da raffiniert zu formulieren. Viele, viele Personenjahre, zig Personenjahre in seinen Projekten. Und der Tim Berners-Lee, der hat das ja geschickter gemacht. Der hat sich überlegt, wie kann man denn solchen Markup von Dokumenten auf einfache Weise mit einem standardisierten Mechanismus, den es schon gibt, hinkriegen. Also wir wollen solche Dokumente der Hochenergiephysik verknüpfen. Da gibt es diese Hyperlinks, da gibt es Überschriften, da gibt es Blöcke, oder er wollte Blöcke von Text, und dann gibt es irgendwelche Bilder mittendrin, hinten dran. Und auch da Verweise auf Abbildungen und solche Dinge. Das Wichtige waren die Verknüpfungen auf Literaturstellen und der blanke Text. Der Text sollte angenehm formatiert rüberkommen, lesbar, vielleicht eingerückt, Listen unterstützt, Tabellen unterstützt und natürlich diese nur noch ein bisschen Überschrift. Struktur durch Überschriften und so weiter. Zunächst mal haben sie eigentlich angefangen mit einem textbasierten Klienten ohne Bilder. Und was er benutzt hat als Standard, den es schon gab, ist eine geschickt gewählte Variante vom SGML, Standard Generalized Markup Language. Und jetzt erzähle ich einen Augenblick lang was über Markup. Ich bin auch in den frühen 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre über Markup gestolpert, weil ich den jemanden kennengelernt habe aus der Druckindustrie. Und da geht es genau darum, dass man diese Rollen beim Erstellen von Dokumenten trennt. Da gibt es die, die den Inhalt produzieren, den Schriftsteller. Das war auch historisch gesehen getrennt. Und da gibt es die, also sozusagen die Buchstaben fabrizieren und dem Dokument Struktur geben. Die sagen, diese paar Buchstaben, das ist eine Überschrift.
Diese paar Buchstaben ist eine Bildunterschrift. Diese paar Buchstaben sind eine Referenz. Diese Buchstaben ist eine Fußnote. Diese Buchstaben ist der Bodytext, der eigentliche Text. Und wenn man ein Buch geschrieben hat, dann hat man das eben irgendwie getippt oder so ähnlich. Und dann hatte man irgendeine Art zu markieren, das ist jetzt eine Referenz und das ist eine Fußnote und so weiter. Und dann hat man das dem Setzer gegeben und hat das Buch mal gesetzt und hat man Probeabzug gekriegt und Korrekturen gemacht und so weiter. Zu diesem Text gehört also Metainformation. Du bist eine Überschrift und dich möchte ich kursiv gedruckt haben. Ich meine, wenn man das auf der Schreibmaschine eintippt, dann ist natürlich erstmal kein Kursiv angesagt. Das heißt, man muss irgendwie markieren, das hier ist kursiv. Man liefert also Text und Markup. Der Markup, das ist die Metainformation für die logische Struktur des Textes. Und ich habe hier ein paar Beispiele gegeben. Man produziert also als Autor Text und Markup und jemand anders setzt. Der Markup, das sind die Hinweise für den anderen, der da setzt. Und der setzt, der macht das nach irgendwelchen Regeln. So sehen alle Romane vom Verlag Müller und Meyer aus. So sehen Sachbücher aus. So sehen wissenschaftliche Veröffentlichungen aus. Und dann macht man das so. Und die unterschiedlichen Verlage benutzen auch unterschiedliche Zeichensätze und. Da gibt es Regeln wie der Bodytext, der wird gesetzt mit Serifen, also diese kleinen, hübschen, runden Enden an den Buchstaben. Und die Überschriften, ich habe das hier nicht so, die werden nicht mit Serifen gesetzt, sondern in einem serifenlosen Zeichensatz, in Helvetica oder sowas. Das hier mit Times oder Arial oder so. Da gibt es irgendwelche Regeln, da steckt vielleicht auch noch Corporate ID und all diese Sachen drin. Der Drucker ist in der Regel, der Setzer ist auch so ein bisschen so ein Künstler, der das schon mal ein bisschen schöner macht, auch grafisch schöner macht. Und da gibt es aus 500 Jahren Buchdruckkunst Regeln, wie ein Text gut lesbar wird oder nicht so gut lesbar wird. Was man vermeiden sollte, was man machen sollte. Wenn wir so einen Text mit Markup haben, dann können wir da, wenn wir es einem Drucker geben, ein Buch erhalten oder einen Zeitschriftenartikel, der so gesetzt ist, wie diese Zeitschrift gesetzt ist. Wir können, wenn wir was anderes nehmen, der das transformiert, können wir es im Web vernünftig anzeigen oder noch eine andere Art, das zu transformieren. Dann machen wir ein PDF daraus. Vielleicht können wir uns auch überlegen, einen 3D-Formatierer, der so eine durchlaufbare VR-Szene aus unserem Text macht. Navigierbare VR-Szene aus unserem Text macht. Das sinnvoll ist oder nicht, ist ja ganz egal jetzt erstmal. Vielleicht kommt hier jemand, der eine gute Idee hat. Wir haben ja den Text mit dem Markup und der soll aus dem Text mit dem Markup das andere machen, die andere Sicht darauf. Also ist die wichtige Idee. Ja, dazu gibt es etwas, das hat die Druckindustrie, die Dokumentenindustrie, die Büro-Dokumentenverarbeitungsindustrie, also die damals üblichen Verdächtigen, die haben das standardisiert unter dem Dach der ISO, SGML, Standard Generalized Markup Language. Und dieser Bekannte aus der Druckindustrie damals, der hat mir dann das SGML gegeben. So ein Stapel Papier. Eng bedruckt. Ich habe es gekriegt und habe angefangen, das zu lesen. Und nach 50 Seiten bin ich irgendwie abgebrochen. Natürlich hatte ich auch nicht das unmittelbare Problem zu lösen, aber ich habe es halt nicht gelesen. Der Tim Berners-Lee, der hat es gelesen und der hat es auch kapiert. Und er hat da steckt ungeheuer viel kompliziertes Zeug drin. Wenn man das liest, denkt man sich, will man das? Nein, ich will es einfacher haben. Und zu dem Zeitpunkt sind auch viele Implementierungen von dem SGML gescheitert, weil es einfach ein dickes Dokument ist, ne? Aber der Tim Berners-Lee, der hat was gesehen.
das eigentliche Juwel da drin. Der hat die DTDs gefunden, Document Type Definition. Das ist eigentlich ein Erweiterungsmechanismus von SGML. Und die haben sich gedacht, wir haben diese tolle Formatiererei, aber falls jemand anderes noch was Tolleres machen will, dann geben wir ihm eine Möglichkeit, mit diesen Document Type Definitions noch selber was zu formulieren, das sozusagen zu erweitern. Und der Berners-Lee, der hat das nicht genommen, um es zu erweitern, sondern hat diese Document Type Definitions genommen, um das zu kondensieren, einfach zu machen. Und das HTML, das ist jetzt nur was, was wir alle durchblättern können und okay, so machen wir es, jetzt geht's los. Und dann können wir eine Textdatei machen mit dem Markup und da drin in dem HTML steht, wie man so Hypertext-Referenzen macht, wie man Tabellen macht, wie man Überschriften macht, wie man den normalen Bodytext macht und wie man oben drüber noch ein bisschen Metainformation mitgibt. Der Heiner Wolf, ein Mitarbeiter von mir, der hat mal gesagt, ach, das HTML ist doch eigentlich sowieso nur ASCII-Text plus das A-Tag für die Hypertext-Referenz. Da ist es noch ein bisschen mehr. Das habe ich hier ganz kurz. Nein, ich will keinen HTML-Kurs machen. Ich will nur hier an diesem Beispiel eine Idee geben, wie das aussieht. Also wir wollen dieses Dokument hier irgendwo, na dieses Multimedia-Dokument, wenn Sie so wollen, Hypertext und so weiter, Hypermedia irgendwie anzeigen lassen. Da hat der Heiner Wolf damals das Foto gemacht von seiner Modellbahnlokomotive, die er sich da gekauft hatte. Und dann haben wir geschrieben, dies, fett geschrieben, ist ein Hypertext-Dokument mit einem Bild und einem Hyperlink. Hier kann man auch drauf schnicken. Also ASCII formuliert heißt das. HTML geht los, HTML ist zu Ende. Ne? Diese Art mit dem Slash davor. Brauche ich gar nichts zu erzählen. Und HTML besteht aus zwei Teilen, einem Header. Das erinnert uns übrigens auch wieder so ein bisschen an das MIME. Ein Header, der hört hier auf und da drin steht Metainformation Title und hier ist der Title zu Ende. Und das hier ist also ein Markup für das, was oben im Fenster stehen soll. Das können Sie jetzt als Browser anzeigen oder auch nicht. Sie sind ja der das Dokument rendert, der das Layout tatsächlich macht. Also können Sie sich entscheiden, wie Sie es machen. Und dann geht es los, ja, das wollen wir fett haben. Das ist eigentlich eine Abweichung von der reinen Lehre. Das sollte nicht bold heißen, das sollte vielleicht herausgehoben heißen. Also das hier ist ein Hypertext-Dokument, ne? ASCII-Text hier. Neuer Paragraph. Also es gibt ein Paragraph hier, das von hier bis hier, da ist er zu Ende. Mit einem Bild. Und jetzt kommt das Image-Tag hier. Tag geht los. Das Image-Tag ist übrigens eins, das kein schließendes Tag hat. Das ist sozusagen, steht alles, was es braucht zwischen den spitzen Klammern. Diesen Escape-Zeichen. Image, Source, das findest du bei der Basis-URL vom Dokument plus bild.gif. Image Tag zu Ende. Das BR ist auch eigentlich ein Abweichen von der reinen Lehre. Neue Zeile, ne? Break. Und einem Hyperlink. Hier geht das A Tag los. Das erste, da steht die Metainformation drin. Wo kriege ich das Dokument her? Hypertext Reference, HREF, HREF. Dann Hyperlink, das was angezeigt werden soll. A Tag zu Ende, Paragraph zu Ende, Body zu Ende, HTML zu Ende. Kann man im Texteditor schreiben. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist auf dem Webserver dieses Dokument an der richtigen Stelle liegt, meinetwegen index.html, und dass wir diese beiden, dass wir dieses Bild hier irgendwo hinlegen und den Beispiel.text, auf das da geklickt werden kann, auch irgendwo hinlegen. Wir können übrigens natürlich hier auch noch ein bisschen mehr Pfadinformationen einfügen, oder hier Images, also Schrägstrich Images, Schrägstrich, und dann wird das da angeklebt an die Basis-URL. Also das können wir im Texteditor eintippen, auch wieder gut. Ne? Texteditor hat er schon gehabt. Da habe ich ein besonderes Design-Tool für seinen Hypertext machen müssen, sondern er hat sich einfach den VI nehmen können oder sonst was und fröhlich reinklopfen. Auch eine schlaue Überlegung. Und der Mechanismus ist mächtig genug, dass man tolle Dokumente damit machen konnte. Zumindest das, was wir damals für toll empfunden haben, wenn Sie sich die ersten Webseiten anschauen aus der guten alten Zeit.
M heutzutage findet man nicht mehr so toll, aber wir können ja auch mal meine tolle Webseite hier noch angucken. Ne? Der ARA, gehen wir mal eins zurück. So, meine tolle Webseite, ganz ohne Schnickschnack und sonst was hier unten. Eine Tabelle, ein paar Hyperlinks und das Bildchen mit dem freundlichen Lächeln. So haben Webseiten, naja, so 2-3 Jahre nachdem das Web erfunden worden ist, in Anführungszeichen ausgesehen. Früher war der Hintergrund meistens noch so ein freundliches Felsgrau. Manche Leute haben es auch weiß gemacht. Dass das hier blau ist, diese Hyperlinks hier, das muss nicht so sein. Das wähle ich zunächst auch nicht aus, als jemand, der das Dokument hier mit dem Markup schreibt. Was ich hier schreibe, ist, das ist ein Hyperlink. Lieber Renderer am anderen Ende, lieber Webbrowser-Software, das kannst du anzeigen, wie du willst. Die meisten zeigen es halt in diesem Blau an. Und wenn man mal drauf geklickt hat, dann wird es auch gerne mal lila. Aber wir könnten es natürlich auch unseren Webbrowser so modifizieren, dass er es in grün anzeigt und in Magenta, Rosa, wenn wir es mal angeschaut haben, oder in Orange, wenn wir es angeguckt haben. Da brauchen wir nur den Webbrowser unserer Wahl zu nehmen und irgendwo in den Einstellungen was zu ändern. Ja, hier der Webbrowser, ich weiß nicht, ob man das überhaupt ändern kann. Also es ist die Aufgabe dessen, oder die Freiheit dessen, der es rendert, hier die richtigen Farben sich auszusuchen für Hyperlinks und sonst was. Der kann auch den Text hier in hellblau anzeigen und die Hyperlinks in schwarz, das bleibt ihm überlassen. Das ist der Unterschied zwischen dem, der setzt und dem, der dem Dokument die Struktur, den Markup verpasst. Der Autor macht den Markup, in diesem Fall HTML, und da gibt es noch so schöne Elemente, die wir natürlich nicht diskutieren. Wer man sich für sowas interessiert, dem kann ich diese Webseite Self-HTML empfehlen. Die kennen Sie ja wahrscheinlich schon. Alles, was man braucht, um HTML-Dokumente mit JavaScriptchens und sonstigen zu machen. Die Integration der Medien, die geschieht, ja, die war am Anfang beim www, so wie es am CERN dann produziert worden ist, noch nicht dabei. Das CERN, da hat der Berners-Lee einen einfachen textbasierten Browser gemacht. Andere Leute haben auch einfache Browser geschrieben. Manche ein bisschen schöner, manche nicht so schön. Und die Webserver, die waren auch ganz einfach am Anfang. Aber all das war öffentlich. Jeder konnte es sich per FTP holen. Da hat man noch nicht so groß über Open Source und sowas gesprochen. Da hat man es einfach auf den FTP-Server gelegt, das Zeug. Und drüber geschrieben, bedient euch, aber wenn ihr einen Fehler findet, Pech gehabt. Behebt ihn doch gefälligst selber, hier ist der Quellcode. Dankeschön. So das Modell, mit dem auch das Unix vertrieben worden ist, ne? Ken Thompson. Vertrieben ist schon der falsche Ausdruck. Hochgeworfen und wer es auffängt, der hat es immer aufgefangen und kann es benutzen. Es gab dann in Amerika am NCSA, National Center for Supercomputing Applications, ein bisschen Geld. Und dann haben die einen Studenten angeheuert, den Mark Andreessen. Er soll mal einen Webbrowser schreiben. Und da hat er dieses Ding geschrieben, was Mosaic heißt. Weil dieses National Center for Supercomputing Applications, NCSA, es ist öffentlich finanziert und deshalb ist alles, was die Software, die da produzieren, wird frei verteilt an alle, die irgendwie an Bildungseinrichtungen arbeiten. Und das geht beim Kindergarten los und das hört bei der Universität auf. Also Studenten konnten das frei sich besorgen und
Professoren und Schüler und so weiter. Der Browser, den er gemacht hat, da hat er noch ein bisschen mehr Sachen integriert. Den Leuten ist nämlich aufgefallen, man kann ja nicht nur HTML holen. Man kann ja auch allgemein Bilder holen und Videos und Audios. Das Einzige, was man braucht, steht halt in meinem Typ. Ich bin ein Video im Format MPEG-2 oder so. Was man jetzt noch braucht, ist auf der Client-Seite einen Mechanismus, das anzuzeigen. Und da kann man in den Webbrowser ein paar Viewer schon mal einbauen. Den HTML-Viewer, der also HTML rendert, den haben wir schon. Und der Textdokumente rendert, also .txt, wenn da mein Text plain dran steht, den haben wir auch schon. Jetzt machen wir noch einen, der einen GIF anzeigt und einen, der ein JPEG anzeigt. Vielleicht machen wir auch einen, der so Verzeichnisse anzeigt. FTP-Verzeichnisse. Kann man ja auch noch einen Viewer einbauen. Hier. Der zeigt einfach nur ein Verzeichnis an. Und ich kann jetzt hier draufklicken und, na gut, da muss jemand noch HTML draus machen, aber ich kann jetzt hier draufklicken und wenn der richtige Link da dahinter steckt, dann wird halt ein FTP oder sowas gemacht. In die URLs kann man auch vorne reinschreiben FTP. Muss ja nicht immer HTTP sein. Die haben am Anfang auch Gopher eingebaut. Gopher ist so ein File-Transfer-Verfahren. Gopher heißt, glaube ich, übersetzt Laufbursche. Gibt auch Tierchen, die so heißen. Das funktioniert alles in diesem File-Transfer-Paradigma. Wir sagen get, wir kriegen ein Kilobyte oder ein Gigabyte. Per HTTP übertragen. Und dann liegt es auf unserer Festplatte und sobald es da ist, setzen wir so einen Viewer drauf an und lassen den mal machen. Streaming ist da zunächst nicht eingebaut. Also Streaming bedeutet ja, ich kriege 3 Bytes und fange schon mal an zu verarbeiten und anzuzeigen. Das ist, wie ein Freund von mir immer gesagt hat, das Schlürf-Wirk-Verfahren. Also erst rübersaugen und dann ausgeben. Das ist da eingebaut gewesen. Aber gleich, wenn es kommt, verarbeiten und anzeigen, das war noch nicht eingebaut. Der Umweg über die Festplatte war immer irgendwie dabei, zunächst. Wenn wir hier was haben, für das wir keinen integrierten Viewer haben, können wir immer noch einen Prozess anstarten, ein anderes Programm anstarten, das sich darum kümmert. Wir müssen es bloß auf der Festplatte irgendwo rumliegen haben. Geht ein weiteres Fenster auf und das zeigt das dann an. Externe Viewer, zum Beispiel für MPEG oder fürs Audio oder den Ghost-Skript anschmeißen, wenn eine PostScript-Datei kommt. Ist eigentlich eine gute Idee, ne? So einen anderen Prozess aufrufen, hinten dran den Pfad und das Dokument angeben und schon geht's los. Oder UUID-Code oder einen ZIP, UNZIP, irgend sowas. Auf die Weise kann man da natürlich auch beliebige Objekte reinkriegen, wenn man nur die richtige Anzeigeapplikation startet. Bei den ersten Viewern, den textbasierten, wenn da eine Referenz auf einen JPEG da war, dann wurde ein Programm gestartet, was das JPEG anzeigte. Ich glaube, es war das XFIG am Anfang. XFIG, ne, für X-Window-Systeme. Was wir im Viewer brauchen, ist so eine Zuordnung, also im Webbrowser, in der Webbrowser-Software, ist eine Zuordnung zwischen meinem Typ und dem integrierten Viewer oder dem externen Programm. Und das kann man auch in heutigen Viewern, wenn man lang genug guckt, auch finden, diese Assoziation. Früher war das in irgendwelchen Dialogboxen, heutzutage muss man dann dabei about irgendwas mal im Internet gucken, nicht im About Config, aber sowas Ähnlichem, kann man sich das anschauen. Dann gucken Sie sich mal
bei Ihrem, den Webbrowser Ihrer Wahl, tippen Sie mal als URL da oben about.config ein, dann können Sie auch schon massenhaft Parameter ändern. Vorsicht, wenn Sie das Gehäuse öffnen und dann rumschrauben, geht die Garantie verloren, aber bei kostenlos hat man eh wenig Garantien. Also Sie können sich da Ihren Webbrowser schon vermurksen, aber so der Übung halber, machen Sie sich mal Kopien an das Verzeichnis, schmeißen das an und vermurksen das mal gründlich. Da kann man was bei lernen. The amount learned is proportional to the equipment destroyed. Hier habe ich ein paar Beispiele. Ein Text, HTML, da brauchen wir eben einen HTML-Viewer. Image GIF, Image JPEG, das ist irgendwie kanonisch. Application, RTF, ne, wenn eine RTF, Rich Text Format Datei kommt, dann schmeißt man zum Beispiel das Word an, um es anzuzeigen. Also, Fenster geht auf, Word wird gestartet und zeigt das RTF an. Diese Typisierung, die ist übrigens nicht trivial auf der Serverseite. Woher weiß denn der Server, dass diese Datei jeden MIME-Typ hat? Das kann man allenfalls raten aus der Extension. Die heißen eben bei Windows NT oder sowas .htm.gif oder auch bei den Unix-Kisten. Bei den Macs gibt es vorne an der Datei dran so ein so Metainformation, jeweils 4 Buchstaben lang, 32 Bit jeweils, aus der man sowas ableiten kann. Man kann da auch irgendwelche Heuristiken machen, Inhaltsanalyse, die ersten paar Bytes von der Datei anschauen. Wenn Sie sich eine beliebige Datei von Microsoft Office anschauen, da steht in den ersten 4 oder in den ersten 8 Bytes, weiß ich nicht mehr genau, da so eine Buchstabenkombination. Der Dokumenttyp. Da steht eben dann MSFT und XLS oder sowas ähnliches. Oder Doc oder DocX. Also die ersten paar Byte, daraus kann man sehen, was es für ein Dokument ist. Bei vielen funktioniert das. Beim JPEG steht auch irgendwie JFIF vorne dran. JPEG File Interchange Format. Also der Server, der kann da mal, das ist dann schon nicht mehr ein Server, der mit 100 Zeilen auskommt, da kann er schon mal die Datei kurz aufmachen, reingucken, die ersten paar Bytes reinholen und sich dann entscheiden, was es für ein Typ ist und die richtigen MIME-Informationen generieren. Worüber ich jetzt nicht gesprochen habe, sind Cascading Style Sheets, XML, so weitere tolle Formatierungsoptionen. Was den vielen Firmen nämlich nicht gefällt, ist, dass diese Browser da draußen, die Webbrowser, das so rendern, wie es ihnen richtig erscheint. So ein Designer, der da eine Webseite für 500.000 für irgendeine Industriefirma macht, der braucht ganz präzise Kontrolle. Das heißt, der braucht eine weitere Ebene, mit der er diese Metainformation transportieren kann, wie das gesetzt werden soll, also Attribute transferieren kann und so weiter. Und das ist mit den Cascading Style Sheets losgegangen und XML und XSLT und so weiter weiter betrieben worden. Eigentlich nervt mich das XML, weil es schon andere gute Standards in der Hinsicht gibt, das ASN1, das SGML, warum noch einen dritten aufbraten, aber nun gut, das dritte hat ja einen X da im Namen und da muss es sowieso besonders gut sein. Aber das XML ist jetzt auch da und bleibt da und in gewissem Sinne ist es erfolgreicher als ASN1 oder SGML. Was mir am ASN1 natürlich gefällt, ist, dass es eine binäre Codierung gibt, die also prima komprimiert ist. Und dann muss man nicht sowas machen wie das Speedy da von Google, dass sie die ASCII-Daten dann nochmal on the fly komprimieren und auf der anderen Seite wieder dekomprimieren, nur damit man nicht so viel Bytes auf der Leitung, damit man ein paar Bytes einspart wieder, die man vorher großzügig verplempert hat sozusagen. Also eigentlich finde ich Binärformate in diesem Zusammenhang besser. Das Debuggen von komplexen HTML-Dokumenten so im Telnet, das kann man sowieso vergessen. Zu diesen Erweiterungen möchte ich noch ein bisschen was erzählen hier in diesem Unterkapitel Details. Erweiterung auf der Serverseite. Ich habe hier ja schon gesagt,
Wir können im Klienten externe Programme anwerfen. Das können wir auch im Server. Da müssen wir bloß dem Dokument, im Request, in der URL, nicht nur reinschreiben, welche Datei wir haben möchten. Da muss man ein Executable reinschreiben, wenn wir ein Dokument anschmeißen wollen, ein Programm anschmeißen wollen, sondern da müssen wir Parameter für das Programm angeben. Wir könnten zum Beispiel eine Datenbankanfrage da hineinpacken und dann wird das über dieses Common Gateway Interface CGI in die Datenbank reingesteckt und dann muss man den Datenbank-Output, den kriegen wir dann wieder zurück und den können wir dann anzeigen. Zum Beispiel. Also der normale Mechanismus beim HTTP-Server, beim Webserver ist, wir kriegen einen Request, der guckt auf der Festplatte nach und das, was auf der Festplatte ist, das wird mit ein bisschen MIME-Informationen und HTTP-Header dekoriert in der Response zurückgeschrieben. Aber im Wesentlichen ist das das, was auf der Festplatte als Datei steht. Einfaches Modell, lässt sich in einem Jahr mit allem anderen auch noch programmieren. Das hier ist jetzt schon ein bisschen mehr Arbeit. Da kommt der HTTP-Request für ein Dokument, für eine Datei, die eigentlich ein Programm ist, ein Executable ist. Dieses Executable wird vom Server, vom Webserver angeworfen, startet auf und das ist dann so konfiguriert, dass der Standard Out von diesem Child-Prozess, der entsteht, an den Server hier zurückgeliefert wird, über das CGI an den Server zurückgeliefert wird und dass der das dann in den HTTP einbauen kann. So kann man zum Beispiel Live-Video machen. Wir haben hier eine Kamera-Applikation, die produziert vielleicht einzelne JPEGs. Oder ein GIF-Video, was hier verpackt wird. Aber mit AppleScript geht es natürlich auch. Eventuell, also standardmäßig, kommt die Programmausgabe, das Out an den Server und der schickt das HTTP-Response zurück. Wir können aber eventuell auch eine Verbindung zum Klienten aufmachen, dass der Standard-Output in irgendeinen Socket reinkommt, dass das von hier aus direkt in den Klienten reinkommt. Können wir auch machen. Also so ein Erweiterungsmechanismus, dass wir ein Programm anstarten können. Und so haben wir damals, 95, Video im Internet gebastelt. Um im Webbrowser drin Video anzuzeigen. Ich hatte da diese Internetmodellbar mit dem Heiner Wolf zusammen. Und da kommt man dann ja sagen, der Zug soll vom Gleis 2 auf Gleis 3 fahren. Und dann wurden irgendwelche Weichen gestellt von so einem CGI-Programm. Und ein zweites CGI-Programm hat dann das Video geliefert. So dass man sehen konnte, wie der Zug denn da fährt. Naja, der ist eigentlich eher gehopst. Ne? Im Web, so wie es damals war, hat man vielleicht 1, 2, 3 Bilder pro Sekunde rübergekriegt. Aber immerhin, es gab ein bisschen Modellbahn da drin. Mit ein bisschen Video. Und da waren wir in aller Bescheidenheit die Ersten, die Video im Internet gemacht haben. Ich habe hier einen Beispiel-Request. Ne? Wir haben Get-Request und das Programm ImageMap soll da angeschmissen werden für diese Karte Beispiel 5.map. Und zwar kriegt das noch die Parameter mit Koordinaten, sind das jetzt x und y, 85 und 82. Das war früher total beliebt. Der schmeißt also dann hier das ImageMap an mit diesen drei Parametern. Das war früher total beliebt. Da hat man so zum Beispiel vom Institut in der Uni so ein Bild gehabt. Das war der Grundriss mit den Büros. Und dann konnte man auf ein Büro klicken. Koordinaten 85, 82 und dann wurde das geschickt an den Server und dann war das, ja, diese Map, dieses Map-Programm hat dann das umfassende Rechteck von dem 85, 82 gefunden und dann kam die Webseite vom Heiner Wolf zurück
Und da konnte man also auf das Büro klicken und dann hat man gesehen, wer in dem Büro sitzt und das Bildchen von dem und naja, und so weiter. Heutzutage Achselzucken, damals, wow. Aber natürlich benutzt man sowas immer noch, dass man auf Teile von dem Bild klickt und dann kommt andere Information. Vielleicht jetzt nicht mehr der Grundriss der Abteilung des Instituts, sondern um auf einem Bild von einem Auto dargestellt ist, die Motorhaube auf und zu machen oder sonst was. Es gibt noch massenhaft andere Gateways, das ist so ein Informationsservice, den es nicht mehr gibt, das WISE, Archie, Datenbanken und. Wir können auch, wenn das Dateisystem, das liefert uns Dateien zurück, vorher fertige, abgelegte Daten. Wenn wir uns für Live-Daten interessieren, was gerade in der Datenbank drinsteht, wie viele Artikel haben wir denn noch? Welche Auktion läuft denn noch? Wie viele Bücher sind am Lager? Das Video, oder Zustandsinformation von einem Messgerät, es sind gerade 3 Grad Celsius da draußen. Dann brauchen wir sowas hier, generierte Daten. Und das CGI-Programm, hier läuft dann jeweils eins für mehrere Klienten, die zum Beispiel die Internetmodellbahn angucken. Über Integration anderer Dienste habe ich schon gesprochen. Nochmal, wie macht man es? Hier vorne dran in der URL steht der Dienst, das Protokoll. HTTP ist jetzt hier auch der Dienst. Und hier hinten dran steht der dienstespezifische Teil. Also hier Wurzel des Namensbaumes, Hostname, Port und hier der Pfad. Das kann man auch für FTP machen. Hier steht dann eben FTP davor, hier irgendeine IP-Nummer, Verzeichnis Pub und diese Datei hier. SMTP, ne, das haben Sie vielleicht auch schon gemacht, man mailt oder reingeschrieben. Aber Vorsicht, alle, die das Internet abspeidern, finden natürlich jetzt diese Adresse hier. Oder für den Gopher, fürs News-Protokoll, ne, Artikelverteildienst, Peer-to-Peer organisiert sozusagen. Oder auch local, um sich einfach eine Datei anzuschauen, die man lokal hat. Wenn Sie tippen, File Doppelpunkt, na, dann wird der Webbrowser eine Datei auf Ihrer Festplatte aufmachen. Und wenn es eine Textdatei ist oder eine HTML-Datei ist oder ein JPEG oder sowas, dann können Sie sich das schon angucken. Da kann auch noch mal sehen, was das so sein könnte. Hier das Übliche, ne? Als URL. Hier habe ich noch was, auf das ich Sie hinweisen möchte. Wir können dem FTP auch Login-Informationen mitgeben. Wer hat das schon mal benutzt? Aber Vorsicht! Ich würde jetzt nicht mich an irgendeinen Browser da im Pool hinsetzen und eintippen, FTP-Doppelpunkt, dann Ihren Usernamen, Meier, mit dem schönen Passwort, was Sie sich ausgedacht haben und was so wahnsinnig schwierig ist. RNA27 oder sonst was. Und dann den Rechnernamen und wo Sie hinwollen. Denn das steht natürlich in der Browser-History drin, ne, mit Passwort. Oh weia! Wenn Sie das Passwort hier weglassen und nur den Usernamen hinschreiben, dann kriegen Sie einen kleinen Dialog, tippen Sie bitte mal das Passwort ein. Das ist noch ganz geschickt. Und gerade wenn Sie keinen FTP-Klienten haben, mit einem Webbrowser trotzdem FTP machen zu können. Also ich finde das praktisch. Und das könnte man natürlich auch hier oben veranstalten, muss man bloß das richtige Zeugs da oben reintippen. Das Thema Antwortzeiten, da möchte ich kurz drüber gehen. Erstens, der Webbrowser kann lokal cachen. Der hat ja das RAM, der hat eine Festplatte.
Das können wir uns gut vorstellen. Und wenn irgendwelche Bildchen mal geholt worden sind, Pfeile oder sonst was, die so im Dokument drinstehen, und die sind 20 Mal im Dokument drin, diese Pfeile, dann braucht man den nur einmal zu holen, und die restlichen 19 Male haben wir es ja schon im Arbeitsspeicher oder für die Festplatte. Also Caching, klar, lokal. Das Caching kann aber auch zwischendurch stattfinden in so Caching-Proxies. Und tragen Sie in Ihren Webbrowser ein, dass alle Ihre Requests durch den Proxy durchgehen. Und der Proxy guckt dann mal, ob er nicht die Datei schon mal geholt hat. Man muss natürlich auf das Ablaufdatum achten. Hier steht transparent, und das ist es auch irgendwie, mehr oder weniger, vielleicht. Haben natürlich auch, die anderen sind da auch durchgegangen. Schwierig wird es dann bei so zustandsbehafteten Sachen, wenn Sie solche Seiten wie eBay oder Amazon anschauen wollen, dann können die Proxys auch schon mal ein bisschen Schwierigkeiten machen. Die Proxys ist das, was die Rechenzentren zunächst mal eingeführt haben. Diese Mittler zwischendrin auf dem Wege, die machen es zwar ein bisschen schneller, aber früher oder später stolpert man und hat irgendwelchen Ärger damit. Weil man da was kriegt, was vielleicht nicht aktuell ist, oder was Zensiertes kriegt, weil irgendein Schlaumeier an den Proxy-Server sagt, so dicke Videos übertragen wir jetzt einfach gar nicht, da braucht nicht am Arbeitsplatz Video zu gucken oder so. Oder wir machen das Video für den jetzt einfach ein bisschen langsamer, weil er ja doch unseren eigenen Content anschauen soll und nicht den Content von der Konkurrenz. Dann geht es mit der Zensur los. Sie haben vielleicht auch schon bei JPEG sowas gesehen, so hierarchisch organisierte Dokumente. Das JPEG unterstützt das, dass man erstmal ein grobes Bild erhält und dann ein bisschen bessere Auflösung und danach noch ein bisschen bessere Auflösung. Wenn Sie an einer langsamen Verbindung sitzen, mobiles Internet, früher waren es Modems, heutzutage hat man das mobile Internet, damit man das Internet auch nochmal so sieht, dass man erst das Bild grob kriegt und dann wird das so stufenweise verfeinert. Das JPEG unterstützt das angenehmerweise auch im Standard. HTTP-NG, langlebige Transportsystemverbindungen, in denen unsere vielen GET-Requests gemultiplext werden, dass wir nicht immer den Lag auf haben vom erneuten TCP-Verbindungsaufbau. Natürlich kann man im Server auch was machen, High-Performance-Server bauen. Das erste ist, dass man nicht mehr, wenn man mehrere Requests gleichzeitig abarbeiten will, jeweils forkt, sondern einen Threaded Webserver baut. Weil Threads eben leichtgewichtiger sind als neue Prozesse aufmachen. Oder so einen Hochleistungsserver als Cluster aufbauen. Da komme ich dann nochmal kurz drauf zurück. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wie es sich anhört. Wenn man mehrere Rechner hat, hat man ja auch irgendwie ein Netzwerk und mehrere IP-Nummern. Aber der Hostname von dem Server wird ja nicht auf eine IP-Nummer abgebildet. Also da muss man vielleicht noch was tun. Und als nächstes noch, was ich hier nur erwähnen will, dass es gibt diese Content Delivery Networks, Akamai und solche sonstige, die dafür sorgen, dass der Inhalt möglichst nahe am Konsumenten abgespeichert wird. Wenn Sie eine große Firma sind, die weltweit operiert, dann könnten Sie natürlich sich irgendwo ein dickes Datacenter hochziehen, da wo es billig ist, wo die Energie nicht viel kostet, neben einem dicken Staudamm irgendwo in Brasilien oder sonst wo. Aber Sie haben natürlich dann immer noch diesen Roundtrip-Delay und all diese Sachen wegen der großen Distanz. Schlauer wäre es ja eigentlich auch fürs Internet besser, wenn wir viele kleinere Datacenters bauen würden, so 20 in Deutschland strategisch verteilt, 20 in Frankreich, 20 in Großbritannien, 5 in der Schweiz, 100 in Amerika und so weiter. Überall bei den geografischen Zentren, bei den Netzknoten, so Server, so Proxys aufbauen, so serverseitige Proxys. Wenn Sie also einen neuen Inhalt haben, dann spielen Sie den lokal auf dem Server auf. Diese
dieses Content Delivery Network kopiert sich die Inhalte, zumindest die wesentlichen, die dicken, die vor Ort liegen müssen. Und wenn dann jemand vom Server apple.com oder sonst was sich eine Datei holen möchte, also das index.html erstmal holt, dann wird der weitergeleitet an irgend so einen Server von dem Content Delivery Network, der meinetwegen in Berlin steht. Und dann kommt das Zeug nicht aus Cupertino, sondern aus Berlin. Zumindest die großen Stücke da drin. Vielleicht das index.html noch aus Amerika, aber die Referenzen, die da drin stehen, auf die Bilder und sowas, das kommt dann vielleicht irgendwo aus Berlin. Ein Content Delivery Network, dass das die Dokumente lokal bereithält. Da kann man auch wieder Caching-Mechanismen einbauen. Und solche Dienste wie dieses Akamai, das sind Firmen, die Milliarden Umsatz machen, aber relativ unsichtbar operieren für den Normalbürger. Aber es ist eine ganz interessante Technik. Jetzt möchte ich ein wenig über die Struktur eines Webservers erzählen. Na klar, wenn ich mir einen Webserver selber aufziehe auf meinem Arbeitsplatzrechner da unten, da brauche ich nicht viel zu denken. Muss ich irgendein Programm schreiben oder haben, das so einen Request nimmt, mal auf der Festplatte nachguckt und als Response zurückschickt. Außer ich will diesen CGI-Mechanismus einbauen oder Tracking machen, User-Tracking. Load Balancing und so weiter. Also das, was die Großen machen wollen. Sites mit viel Verkehr. Wenn jetzt irgendwie die Menschheit beschließt, dass auf meinem ARA tolle Informationen liegen würden und die Leute millionenfach gleichzeitig zugreifen, dann würde der sauber in die Knie gehen, vielleicht sogar abstürzen. Und die Denial-of-Service-Attacke. Genau. Kratz, kratz. Da können wir uns noch mal ein Späßchen erlauben. Naja, dann ist er abgestürzt. Am besten bringen sie ihn Freitagabend zum Absturz, dann komme ich erst Montag früh wieder und kann ihn wieder Montag früh erst wieder aufsetzen. Dann können ihre Kollegen, das machen sie am besten in der Woche vor der Klausur, wenn alle noch meine Vorlesungsunterlagen abholen wollen. Dann haben sie sich zumindest unter den Erstsemestern echt noch Freunde gemacht. Also Sites mit viel Verkehr. Da brauchen wir Hochleistungs-Webserver, die gleichzeitig viele bearbeiten können. Und wenn Sie so eine Seite wie das Spiegel Online betreiben, da gibt es zigtausend Requests pro Sekunde, vielleicht sogar hunderttausende von Requests pro Sekunde. Und da müssen Sie alles was zurückliefern. Vielleicht wollen wir die Inhalte an den Benutzer anpassen. Wenn wir Abos verkaufen für unsere Seiten, und natürlich gibt es in den schattigeren Gebieten des Webs viel so ein Abo-Verkauf. Oder Paywalls, ne? Die sind ja auch was, wo manche Zeitungen glauben, dass sie noch ein paar Euro 50 verdienen könnten. Oder Shopping-Systeme, ne? Amazon ist der große Pionier. Und das, was Amazon macht, irgendwann 96 oder so ähnlich, 97, ich habe natürlich schon schöne Webseiten gebastelt und wir haben unser Video gemacht und ich fahre nach Amerika zu einem Freund und der Ed sagt dann zu mir, hey, kennst du nicht Amazon? Amazon? Und dann zeigt das mir, da kann man Bücher kaufen. Und da gibt es alle Bücher, die es gibt. Nicht, weil der die auf Lager hat, sondern weil der ein Logistiksystem hat, dass diese Bücher, alle Bücher, die es gibt, innerhalb von wenigen Tagen verschickt werden. Das passende Logistiksystem dazu. Der hat es auch nicht im Lagerhaus, aber der kennt jemanden, der es im Lagerhaus hat, wenn es es überhaupt noch gibt, das Buch. Eigentlich ist es eine riesen Datenbank und vorne dran ein schönes Frontend. Und dann gibt es noch ein System, was Kreditkarten verarbeiten kann. Das war es dann schon. Und es hat mich natürlich umgehauen. Amerikanische Bücher kaufen, von Deutschland aus, habe ich da mal 10 Stück bestellt. Die kamen tatsächlich in etwas, das in Amerika Embag heißt. Bücher werden nämlich, weil sie kulturell wertvoll sind, von der Post billiger befördert.
Und in Amerika läuft das, wenn es ein paar Bücher sind, kommt das dann in so eine Art Jutesack rein, da steht dann oben außen drauf Property of the US Postal Service, man soll es wieder zurückgeben. Also dieser Jutesack mit den 15 Büchern oder 10 Büchern bei mir in der Einfahrt stand, ich habe gefragt, wie ich das wieder zurückgeben kann. Ich glaube, ich habe den noch irgendwo in M-Bag. Also da hat mir Amazon, tatsächlich aus Amerika, eine Kreditkarteninformation rein, das geschickt diese Bücher und ich war total begeistert. Also für solche Shopping-Systeme muss man aber natürlich schon einiges tun. Man braucht zum Beispiel den Warenkorb, damit ich meine 10 Bücher in den Warenkorb legen kann. Ja, und wenn da steht, in den Warenkorb legen, dann müssen wir tatsächlich irgendwie in der Datenbank was machen. Und wenn ich auf dieser Webseite weitergucke und den nächsten Request abschicke, gucken wir mal den Warenkorb an, dann muss ich irgendwie eine Verknüpfung haben von meinem Warenkorb, von diesem Konzept Warenkorb und dem Link, den ich da sehe, Warenkorb angucken. Und zwar für mich, ich will nicht, wenn Sie auf der Webseite da irgendwo klicken, dass Sie in meinen Warenkorb reingucken und so weiter. Und dann muss ich meine Kreditkarteninformation eintippen und da muss das auch irgendwie verbunden werden. Und das Web, das habe ich ja gerade gesagt gehabt, so wie es gemacht war, es ist zustandslos. Das ist eine schlaue Idee, das mit dem zustandslos, außer wir wollen eine Shoppingseite machen oder irgendwie so eine Abo-Geschichte oder auch nur beim Suchen. Ne? Sie gucken sich die erste Seite an von den Suchergebnissen und unten steht dieser Pfeil und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn Sie 2 klicken, wie kriegt denn der Webserver raus, dass das die zweite Seite von Ihre Suche ist nicht und nicht von Ihrer. Also, da muss man schon noch was dran tun. Über dieses Tun sprechen wir noch und das muss irgendwo hier in den Webserver passieren. Und wir wollen weitere Datenquellen systematisch integrieren. Also hier Relational Database Management System. Das brauchen wir auf jeden Fall, für das Shopping insbesondere. Denn da gehört eine Datenbank dazu. Welche Bücher kennst du denn von dem, von diesem Goethe? Und da muss eine Liste kommen. Und die wird aus einer Datenbank geholt. Woanders heben wir es auf? Der Webserver muss also irgendwie zu dieser Datenbank hinkommen. Und um zu Datenbanken hinzukommen, da spricht man im allgemeinen SQL. Außerdem hat er eine andere Datenbank. Wir wollen individuell dynamisch anpassbare Inhalte haben. Aus dem Filesystem kommen eigentlich heutzutage nur Templates. Da steht sozusagen Strukturinformation drin und das Aktuelle wird aus der Datenbank geholt. Der Redakteur bei der Zeitung trägt seinen Artikel bei der Datenbank ein. Da gibt es ein Feld Überschrift, da gibt es ein Feld Teaser da, 3 Zeilen, ein Feld Autor, ein Feld Text und ein paar Felder für die Bilder. Das tippt der Autor ein, hier in die Datenbank. Wenn Sie zu dem Online-Magazin hingehen, dann kommt hier eine Vorlageseite. Erster Artikel hier oben in dem Kasten. Untervorlage, Überschrift, Bildchen, kleingerechnetes Bildchen, Teaser, Autor. Zweiter Artikel, dritter Artikel, vierter Artikel. Oder auch bei irgendwelchen Blogs genauso. Ne? Das steht da drin und das wird dann hier befüllt, betankt mit dem, was in der Datenbank steht. Dann kann jemand einen Artikel da eintragen. Der Chefredakteur sagt, der soll ganz oben hin, verpasst dem also irgendwie eine höhere Priorität. Und hier wird immer mit SQL abgefragt, gibt mir die Artikel mit den 5 höchsten Prioritäten. Und so können wir dynamisch die Inhalte ändern, weil wir hier nur Vorlagen, Templates liefern und das Betanken der Templates aus der Datenbank, das geschieht hier, bevor die Response geschickt wird. Als erstes kommt der Request hier rein. Bei einem Webserver, der oft benutzt wird, brauchen wir Load Balancing. Also wir müssen eventuell den Request an einen anderen Server weiterleiten, damit der andere Server die Arbeit übernimmt. Über das Load Balancing werden wir ein bisschen sprechen. Da muss man die OS, die da kommen, die wir jetzt bearbeiten sollen, eventuell noch filtern. Da gibt es vielleicht Umlenkregeln, URL Rewriting heißt das,
nach denen die URLs bearbeitet werden. Und wenn jemand index.html eingetippt hat und bei uns heißt es HTM, dann schauen wir eben die URLs an und wenn da HTML steht, machen wir HTM draus oder sowas. Oder wenn index.html drin steht, und bei uns heißt es nicht index.html, aber viele Leute tippen das noch ein, beziehungsweise Webbrowser ergänzen das, dann leiten wir es eben weiter auf main.htm oder auch main.html oder sonst was. Also Rewriting, URL Rewriting ist vielleicht nützlich. Dann geht es ins Filesystem, dann wird das hier befüllt mit den dynamischen Inhalten, dann geht es wieder raus. Grobstruktur, Feinstruktur, ich habe jetzt mal den Apache genommen. Der weit verbreitete Webserver überhaupt und auch recht flink und schön erweiterbar. Das ist das, was man halt so nimmt. Und wenn man heutzutage irgendeinen Unix aus der Kiste zieht oder einen macOS installiert, da ist auch ein Apache dabei. Wer hat schon mal Apache konfiguriert und Spaß gehabt damit? Mod.php angeschmissen im Apache? Also der hat nette Config-Files, in denen man auch Tage verbringen kann, jede Menge Blödsinn anstellen kann, massig Fehler machen kann, aber irgendwann kriegt man es schon hin. Also als erstes kommt der Request hier rein und dann wird der gefiltert. Request Shaping URL Rewriting. Ich habe eben schon Beispiele dafür genannt. Und dann kommt es zu diesen Core Functions. Core Functions sind zum Beispiel Logging. Welches Dokument wird wie oft abgefragt? IP-Nummern aufschreiben. Und dann hier im Filesystem manövrieren, die Datei rausziehen. Jetzt geht die Arbeit aber erst wirklich los. Jetzt kriegt man irgendeine Datei zurück. Und in der Datei, das ist aber dann nur ein Template, da stehen eben so Sachen drin wie, hier muss jetzt was gemacht werden. Da stehen Skriptchen drin, zum Beispiel PHP-Skriptchen. Wenn wir so ein PHP-Skript finden, wir schauen uns gleich PHP an, dann muss man das Modul PHP, Mod.php vom Apache anwerfen, das macht der Apache. Und da drin kann man dann mit dessen, da stehen dann so Skripte und dafür, weil es eine Programmiersprache ist, gibt es auch weitere, so eine Art Library, mit denen der arbeitet. Da gibt es zum Beispiel eine, mit der kann man SQL betreiben. Und dann kann man, da stehen dann also in dem Skript SQL-Anfragen an die Datenbank liefert was zurück, das PHP verarbeitet das noch ein bisschen und der Job von PHP ist es, aus diesem, das PHP-Programm zu ersetzen mit gültigem HTML, was dann hier geschickt werden kann. Sie können aber irgendwelche anderen Module haben, hier was selbstgebasteltes, selbstgeschriebenes. Das Wichtige ist, Parameter rein, das macht der Module Mapper hier oben. Der sieht, aha, da müssen wir das grüne Modul anschmeißen und diese Parameter müssen wir dem grünen Modul mitgeben. Dann arbeitet das grüne Modul, irgendwelche Einstellungen im Oszilloskop, Screendump machen beim Oszilloskop, gültiges HTML zurückliefern. Da steht dann vielleicht, das ist dann vielleicht nur ein Image-Tag auf ein Bild, was wir in irgendein Verzeichnis abgelegt haben. Das generierte vom Oszilloskop. Und V24-Schnittstelle kann man da ansteuern. Wallet-Funktionen gibt es auch, also so Bezahlfunktionsmechanismen und so weiter und so weiter. Ja, die hier machen aus solchen Skripts oder Steuerinformationen für irgendwelche Module gültiges HTML. Das HTML wird zurückgeschickt und angezeigt. Der Browser kann es dann anzeigen. Und im Zweifelsfall generiert man wenigstens irgendein Image, Image-Tag. Und das, ja, wenn der das Image-Tag findet, rennt er gleich wieder los, macht den Request. Und wenn wir hier dieses Image dann hier im Filesystem an der richtigen Stelle mit dem richtigen Namen abliefern, kriegt das im nächsten Request zurück. Ich habe über die Skriptsprachen gesprochen. Da gibt es ein paar. Da gibt es die Skriptsprachen, die man bevorzugt auf Servern benutzt.
in irgendwelchen Modulen von Apache oder von irgendwelchen anderen Webserver-Software. Also so richtig kommerzielle große gibt es gar nicht so viele. Es gibt jede Menge experimentelle natürlich noch, aber ja, viele Leute benutzen den Apache. Es gibt auch noch den Internet Information Server, IIS von Microsoft. Es gibt auch noch irgendeinen von Sun-Oracle und noch ein paar andere. Ich habe schon gesagt, die Datei im Filesystem enthält Vorlagen, Templates. Das ist schon auch gültiges HTML. Da steht zum Beispiel das Firmenlogo drin. Und die Standardmenüs, die oben so herumhängen oder an der linken Seite rumhängen, wenn wir hier tufreiberg.de angucken. Ne? Was kriegen wir da? Hier oben da das Wappen und den Text, das ist naja, ein Bild. Hier kann man noch so, wieder so Standardfunktionen umschalten zwischen Sprachversionen. Auch Standard ist auf jeder Seite drauf. Hier oben die Suche ist auf jeder Seite drauf, dieser lustige Hintergrund. Und hier gibt es natürlich noch Menüs, die man da aufklappen kann. So, hier ein Menü, das man aufklappen kann. Das ist Standard auf jeder Seite drauf. Ne? Gehen wir wieder weg. Hallo. Kriege ich das Menü auch wieder weg? Weg hier. Oh ne, oder? Darf ich jetzt hier zurück? Was ist denn das? Muss das jetzt sein? Muss das sein? Na gut, hier sind Inhalte drin, die ein bisschen wechseln. Hier sind die aktuellen Artikel drin, die auch so als Templates aus einer Datenbank geholt werden. Ich glaube, das Content Management System hier hinter heißt Drupal oder so ähnlich. Ich glaube, es heißt Drupal. Interessiert mich nur milde, muss ich zugeben. Also, da gibt es ein paar Standardsachen, Standardnavigation, ein paar Links, die man da immer klicken kann, links, rechts, oben drüber, mit all den vielen Links, links, rechts, oben drüber, bleibt für den eigentlichen Inhalt nur noch so ein kleines Teilchen übrig, braucht man einen gescheiten großen Bildschirm, um das angucken zu können. Und dann gibt es da ein paar Skripte drin, die besorgen irgendwelche dynamischen Inhaltskomponenten und diese Skripte produzieren HTML. Eins ist das PHP. Hier haben wir einen Link, da können Sie sich das PHP nochmal genauer anschauen. Die Syntax vom PHP ist irgendwie mal wieder so C-inspiriert, aber inspiriert ist der zentrale Begriff da, ist natürlich kein C. Es gibt ein paar Datentypen, Bools, Integers, Floats, Strings, Arrays. Variablen sind gekennzeichnet wie beim Basic. Ja, kann man das Gesicht verziehen oder sonst was? Kann man dieses berühmte Zitat rausziehen? Wer jemals Studenten, die schon mal Basic ausgesetzt worden sind, sind fürs Leben verstümmelt oder so ähnlich. Ich glaube, es ist von Dijkstra, dieses Zitat. Na schön, also Variablen werden mit so einem Dollar gekennzeichnet. Und es gibt so ein Referenzkonzept bei Value. Wenn Sie die Variable by value benutzen, kriegen Sie den Inhalt und bei reference, da kriegt man einen Pointer und das kann man dann übergeben. Wenn man einen Pointer an eine Funktion übergibt, kriegt man die Variable geändert. Wenn man by value in die Funktion reinsteckt, bleibt die Variable, von der man das her hatte, ungeändert und Sie müssen das Resultat irgendwie anders zurückkriegen. Das Übliche, ne? Es gibt da auch Kontrollstrukturen. Na, und hier kann man sagen, ja, so wie beim C. Die Parameter für Funktionen, und das ist jetzt das, wo es dem ordentlichen Informatiker die Nackenhaare sträubt, wo wirklich Naserümpfen angesagt ist, die sind nicht typisiert.
Nicht typisiert heißt, Sie können da einen Integer statt einen Float reinstecken und es gibt den entsprechenden Spaß. Aber es gibt ein Klassenkonzept und es hat auch Objekte für, also ein Objektkonzept, der Verfechter von guten objektorientierten Programmiersprachen wird auch da ein paar Dinge finden, die ihm nicht gefallen, über die man meckern kann. Das hier dient natürlich bei Reference und bei Value. Ne? Bei Reference zeigt eben auf den Wert und bei Value, da steht der Wert gleich drin. Ich habe hier ein primitives Beispiel, ich will gar nicht hier den PHP-Programmierkurs machen, ich möchte nur das rausarbeiten, was für uns für Rechnernetze interessant ist. Wir haben hier ein HTML-Dokument, ne? HTML-Header-Beispiel, steht also dann hier oben Beispiel im Fenster. Und dann geht der Body los, der hört hier auf, hier geht es PHP los, hier ist es PHP zu Ende und hier ist so ein schöner String. Was macht der String? Das ist PHP. Skriptchen. Das ist ein PHP-Skript, das findet aus dem Request, den Sie geschickt haben, heraus, welchen Browser Sie benutzen. Und sagt Ihnen, Edge, Sie benutzen diesen Browser da. Ich benutze das nur, um Textersetzung klarzumachen. Das ist das Konzept, was hier ist. Dieses PHP wird durch diesen blauen Text ersetzt durch das Skript. Vorher, nachher. Das Rote kommt, das also eigentlich hier, Klammer auf, PHP bis hierhin, wird ersetzt durch den Paragraphen You are using Internet Explorer. Was macht das hier? Falls der in diesem, der Server, Apache oder sonst was, der hat so eine Tabelle mit Variablen, die er füllt, die zu dem Request gehören. Und das gehört auch zu diesen Core Functions. Da zerlegt er den Request und trägt das ein in so eine Datenstruktur. Ein Array eigentlich. Das Array adressieren wir so oder finden wir so, der Name von dem Array. Und da drin suchen wir nach HTTP, also das, nein, Entschuldigung, wir nehmen den Array-Eintrag HTTP User Agent und falls in diesem Array-Eintrag von dem $_server HTTP User Agent des MSIE, Microsoft Internet Explorer, drinsteckt, dann geben wir aus, Echo, ne, printf, geben wir aus, na das hier, ein bisschen HTML, you are using Internet Explorer. Weil der Request zum Beispiel so aussieht, wir tun mal so, als ob wir Mozilla wären, sind aber nur kompatibel dazu und sind eigentlich der Microsoft Internet Explorer 5.01 und wir laufen auf dem Windows NT 5.0, das steht da drin. Zum Beispiel bei irgendeinem Windows-System, ist das jetzt XP oder ach, ein NT, ich weiß es nicht genau, ist ja auch egal. Also diese Sachen hier, die stehen in dieser Variable da, drin in dieser Systemvariable, UserAgent, das ist ein Array und das ist der Index ins Array und das Array hat so einen Underscore dafür, der ist der Variablenname, damit man selber auch noch irgendwo eine Variable Server machen kann, ja, diese alte Technik in irgendwelchen Modulen drin, Variablennamen zu nehmen, die den Programmierer im normalen Geschäft sehr stören. Den Namensraum nicht über Gebühr verengen. Und diese Funktion sucht eben das String 2 im String 1, also in dem String, der hier zurückkommt, suchen wir den da. Die URL gibt heutzutage eine ganze Menge Zeug mit über den Computer, den Sie benutzen, über den Webbrowser, den Sie benutzen. Da kann man auch noch irgendwelche installierten Plugins und sonst was rauskriegen auf diese Art und Weise.
Und das Ergebnis ist, dass man einen Browser-Footprint oder einen Browser-Fingerprint, Entschuldigung, einen Browser-Fingerprint ermitteln kann, der schon fast eindeutig ist. Man kriegt auch die installierten Fonts bei Ihnen heraus und so weiter. Da gibt es bei EFF.org, Electronic Frontier Foundation, so eine Testseite, und die sagen Ihnen, wie viel Bit im Shannon'schen Sinne sie ihr Webbrowser preisgegeben hat. Und mit diesen Fingerprints kann man übrigens User ganz gut identifizieren, wenn man sich sowas aufhebt. Na gut, ein Beispiel, wie man dieses PHP macht und wie man serverseitig Skripte einbaut, um dynamisch Informationen zu generieren. Wenn wir hier ein SQL-Statement drin hätten, dann könnten wir eben das. Da würde man eben eine Datenbank befragt und würde irgendwelchen Inhalt zurückliefern, und das muss das hier, das PHP, auch noch formatieren. Sie sehen es hier schon, das Echo ist ja irgendwie ein Formatieren. Das geht schon noch ein bisschen schöner, aber ich will Ihnen hier nur das Beispiel geben. Also die Funktionen, die da eingebaut sind in dem Modul PHP, das sind eigentlich Programmierinterfaces, Application Programmer Interfaces zu irgendwelchen externen Programmen, die natürlich auf dem Server laufen müssen. Sie können aber natürlich auch wieder ein Programm haben, was irgendeinen anderen Computer anfragt, irgendwie einen SQL noch irgendwie verpackt und einen anderen an die eigentliche Datenbank schickt und so weiter. Die werden so gruppiert. Da gibt es dieses SQL, DBase für diese alte, schöne Datenbank. Wer kennt DBase noch? Da gibt es auch noch ein paar. Cybercache, so ein Wallet-Ding. Ich habe da ein paar rausgesucht. FTP, XML, ZIP, Windows 32 API. Ja, eben irgendwelche externen Programme anschmeißen. Aus dem PHP heraus. Und dann möchte ich noch zum Thema Content Management ein bisschen was sagen. Ich bin da eben schon vorbeigekommen. Ich habe gesagt, der Redakteur tippt irgendwie eine Datenbank seinen Artikel ein. Natürlich machen die das nicht mit irgendwie SQL oder sowas unter einer dummen Maske. Ich habe ja auch diese Rolle Chefredakteur genannt, der dann irgendwie die Artikel rankt, priorisiert. Was muss oben hin? Was ist die oberste, mit dem man den Kunden als erstes belästigen möchte und so weiter. Dazu brauchen wir also natürlich irgendeine Datenbank, und ich habe hier die Microsoft-Version. Die Datenbank heißt dann, die läuft schon auf einem SQL-Server, und das heißt dann Content Repository. Repositorium. Latein ist immer gut. Da gibt es Templates dafür, wie so ein Inhalt auszusehen hat. Benutzerrollen. Wer kann eintragen, wer kann lesen, wer kann was eintragen? Wer kann an Templates fummeln? Irgendwelche Designer und Admins. Wer kann einen neuen Inhaltsrekord generieren? Redakteure. Wer kann priorisieren da drin? Die Chefredakteure und so weiter. Also man muss irgendwelche Credentials haben, um da was machen zu können. Dann gibt es hier dieses Management Publishing API. Das dient dazu, damit der Site Manager was machen kann, damit man mit Microsoft Word Authoring Connector hier eintragen kann, damit der Browser, damit der Webautor, der irgendwo sitzt und in seinem Browser einen Artikel einträgt, das von ferne machen kann. Microsoft Word, der ist sozusagen lokal und closed, der schreibt also in Microsoft Word einen Artikel, den er mit den entsprechenden Styles, manche von Ihnen kennen die Styles von Word, Formatvorlagen heißt das, glaube ich, auf Deutsch,
so einen Artikel schreibt und dann die Überschrift eben mit Heading sowie noch und so weiter markiert. Also wenn er das richtig formatiert, dann kann diese Authoring Connector das hier reinstecken. Der Browser, der hat zum Beispiel, man kann dann eben den Microsoft Internet Explorer nehmen, der kommuniziert mit diesem Web-Author-Teil übers Internet und das Management Publishing API übernimmt das. Und da sind dann auch solche Funktionen drin, Site Deployment, wenn man die Struktur ändern will, neue Templates einbauen will, das Menü von der linken Seite auf die rechte Seite kriegen will, dann kümmert sich diese Deployment-Funktion um das Staging. Staging bedeutet ja, wenn Sie das in dem Augenblick vom Übergang entweder den Webserver vom Netz nehmen wollen, schlecht, wenn Sie Kunden haben, die ständig vorbeikommen, oder Sie müssen das Staging irgendwie so organisieren, dass Sie drei Server haben und einer von den dreien wird dann abgeschaltet, kriegt das neue System, das neue Layout und alle Kunden werden irgendwann ab dem Zeitpunkt zu dem dritten weitergeleitet und dann stellen Sie den zweiten um und dann stellen Sie den ersten um. So irgendwie so ein Stufenkonzept. Und wenn man das noch nachts macht, dann geht das fast unmerklich für die Benutzer. Ja, das Filesystem, da stehen insbesondere solche Templates drin, ne? Von diesem Webserver dann, der das bedient. Der Inhalt, das sind solche Komponenten, die liegen hier unten drin. Und der wird von vielen Autoren, hier ist das Authoring Interface, verändert. Es gibt einen Workflow, da werden die Leute durchgeführt, erst das, dann das, dann das. Oder erst den Inhalt schreiben, dann bitte Fotos beilegen, dann so einen Teaser schreiben und dann eine Überschrift und den Autor eintragen. Und erst wenn man all diese Felder ausgefüllt hat, wird es hier unten abgelegt. Und dann gehört zum Workflow, dass dieser neue Artikel dem Chefredakteur und dem Redakteur vom Dienst vorgelegt wird, damit der entscheiden kann, was ist wichtig, was kommt nach oben. Oder können wir einfach unten irgendwo vergraben. Dann brauchen wir natürlich auch irgendwelche Statistik, die misst, welche Seite wie häufig aufgerufen worden ist. Vielleicht wollen wir hier irgendwelche externen Redakteure nur nach Seiten aufrufen oder sonst was bezahlen. Für die Leute, die da Software für entwickeln, ne, Application Server Pages Extension heißt das ASPX, da werden zum Beispiel in C#.NET wird Software. Um dynamisch Content zu generieren oder Tracking zu machen und diese Dinge. Commerce Server Teil dient dazu, Bezahlung zu organisieren. Also falls manche User nur, wenn sie 10 Cent abliefern von ihrem Konto, den Artikel lesen können und so weiter. Ja, das hier heißt, die Microsoft-Version ist so. Es gibt aber noch andere Content-Management-Systeme. Das ist auch anders, das eben erwähnte Drupal und noch ein paar andere. Wichtig ist dafür Workflows, Rollenkonzept, Komponenten erstellen, indem man einzeln Text, Bilder und so weiter erzeugt. Die schreiben hier auch kein HTML mehr, das wird über diese Authoring Connectors erzeugt, das HTML. Beziehungsweise direkt abgelegt und dann irgendwie in diese Templates hinein transformiert. Beim nächsten Mal, nächsten Montag, fange ich dann noch an mit der Lastverteilung. Dann sprechen wir noch ein bisschen über Web 2.0 und solche Sachen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche noch und dann anschließend ein angenehmes Wochenende. Auf Wiedersehen.